Hallo und herzlich willkommen beim Urbex Team Underground. Heute sind wir endlich mal wieder unterwegs in einem alten Sanatorium. Das werden wir euch heute gerne zeigen. Außer mir Wolfgang, mit unterwegs der Justin, gerade hinter der Kamera, und der Chris von Chris Urbex. Den Kanal verlinke ich in der Beschreibung. Das Sanatorium war einst eine Lungenheilstätte. Gegründet wurde es 1898. Das Haus war zunächst eine Kureinrichtung zur Behandlung von Tuberkulose. 1911 gab es dort 200 Betten. Kann ich mich noch erinnern, den fand ich eigentlich recht schön. Es ist so ganz schön windig. ...1924 wurde die Kurheilstätte in eine klinische Heilstätte umgewandelt, um neue Behandlungsmethoden für Lungenkranke und operative Eingriffe vornehmen zu können. Es wurden neue Behandlungsräume geschaffen, Laboratorien eingerichtet und Röntgenapparate angeschafft. ...1945 konnte der Chef der Sophienheilstätte die Umwandlung in ein russisches Seuchenlazarett verhindern. ...1992 bis 1994 wurde die Abteilung im Hauptstandort zusammengefasst und das historische Gebäude geräumt. Seitdem ist es dem Verfall preisgegeben. ...2002 erwarb eine Unternehmensgruppe die Immobilie. Investitionen erfolgten jedoch nicht. ...2015 bildete sich eine Investorengruppe, um die Sophienheilstätte denkmalgerecht zu sanieren und eine Seniorenresidenz mit gehobenem Standard wiederzubeleben. Leider ist bis heute nichts erkennbar. Guten Tag, hier können wir... Ich muss sagen, auf Klo. Da bist du. Ich hab gerade wieder voll die Flashbacks. Was? Flashbacks wär's gestern gewesen. Oh Gott. Solche Böden mag ich nicht.
So, dann mach es mal gut, ne? Seite. So, hier kann der Schacht wahrscheinlich rüber jetzt. Hier müsste es da eigentlich ins Heizhaus kommen. Da wird man den nächsten auf jeden Fall.
Ich bedanke mich fürs Anschauen. Abonniert kostenlos unseren Kanal, aktiviert die Glocke daneben, dann verpasst ihr nichts und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Danke und tschüss.